So, da sind wir wieder. Ich versuche jetzt mal, aber irgendwie. Ausrüsten, genau. Das kann ja nicht so schwer sein. Favoriten festlegen, Häufigkeitsgrad festlegen. Ansicht, Boni, Vorteile, Kondition. Zurück. Ich muss doch jetzt irgendwie so einen Typen haben. Primär. Das bin ich, oder? Verdammt, immer diese Unterbrechung durch diese Röpser. Okay, ändern. Wer bin ich denn? Ich finde ihn ja schon mal ganz okay, aber ich möchte gern auswählen. Ich möchte ihn gern ausrüsten. Ich möchte jetzt gucken, dass ich hier meine Waffen habe, wenn ich das darf. Selten Held. So, das mit dem Röpsen geht mir immer wieder auf den Geist, beziehungsweise mit dem komischen Aufstoßen hier. So, Helden, Einheiten. Nee, Überlebenseinheiten, primär. Ändern. Soldat, Ninja. Ninja, ich glaube, ich brauche einen mit dem Helm. Ich nehme ihn hier. Darf ich ihn denn ausrüsten? Auswählen? Alle Helden anzeigen. Favorit. Ausrüsten. Vorteile, Boni. Darf ich ihm keine Waffe in die Hand drücken? Na egal. Okay. Damit wir uns nicht hier Ewigkeiten aufhalten, nehmen wir wieder hier Level 41. Auswählen. Und Karte. Ich glaube, hier sind wir richtig. Gehen wir mal nach hier. Auswählen. Ist das jetzt eine Strategie? Oh, ist das. Das Spiel ist ja hart komplex in dem Modus. Okay, grün, 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 grün mit Sturm. So, lesen. Rette die Überlebenden. Dennoztriebpark, Plankerton. Vermutlich nicht stark genug. Okay. Vermutlich nicht stark genug. Vermutlich nicht stark genug. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier direkt wieder raus. Gehen wir direkt nach grün. Okay, hier ist ein Schild. Heimatbasis Sturmschild. Mit anderen zusammen, unbekannte Region, schließe dich einem anderen Kommandanten bei einer Mission oder Sturmschildverteidigung an und erhalte so EP-Bonus und zudem normalen Missionsbelohnungen. Okay. Empfohlen. Helden-EP, Kupfererz. Ich möchte gerne irgendwo, wo ich Waffen kriege. Skizzen-EP. Helden-EP, Skizzen-LP. Saisongold. Mächtige Sturmgewehre. Okay, dann sieht das so aus, als würde ich hier irgendwas bekommen. Okay, dann klicke ich da einfach mal drauf. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Auswählen. Aber ich will ja noch ein bisschen Gameplay zeigen. Ich habe euch jetzt erstmal zwei Folgen hintereinander zugelabert. Und da möchte ich doch noch ein bisschen was zeigen. Ich frage mich allerdings, warum ich keine Waffen auswählen kann. Okay, hier bin ich. Sind das andere Spieler? Ich habe eine Minigun. Ich habe irgendwelche Bomben. Und irgendwelche Dinge. Okay, Heldeneinheit. Kopf ist Saucy. Kopfaccessoire anzeigen. Gadgets auswählen. Adrenalinstoß. Nein, ich möchte meine Waffe ändern. Heldeneinheit. Okay, das ist er. Alle Werte anzeigen. Selten Held. Shock Trooper Renegade. Einheitenbonus. Ich bin völlig überfordert mit den ganzen Sachen hier. Wahrscheinlich kann ich auch einfach. Ja. Los geht's. Ja, eine Minigun ist ja noch nicht mal so das Schlechteste, was man holen könnte, obwohl eine Minigun natürlich fiktiv ist. Es gibt zwar in Wirklichkeit auch eine Minigun, die man als einzelner Soldat tragen kann, aber die ist halt mega unpraktisch, weil man die halt auf Hüfthöhe halten muss. Und wie will man mit den Dingen auf Hüfthöhe richtig zielen? Das kann man ja nur bewerkstelligen, entweder indem man eine halbe Meter lange Stange. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Okay, jetzt habe ich doch keine Minigun mehr. Incoming! Okay, das sind die Monster. Ich habe die Scar. Die soll wohl angeblich. Hat der ein Bienennetz auf dem Kopf? Okay. Headshot-Multiplikator ist real. Da ist irgendwas Blaues. Ein Sternobelstein. Haben die was gedroppt? Haben die was verloren? So, es sieht hier ordentlich kaputt aus. Ich habe meine Ressourcen. So, aber es läuft jetzt wahrscheinlich nicht so, dass ich jetzt in jedem Haus irgendwelche Waffen finden kann, oder? Okay, das war das grüne Seil. Fadenranke. Es hört sich an wie ein fieser Überlebende Parasit. in Gefahr.
Okay, wo ist sie? Ich habe doch hier noch irgendwo... Gute Arbeit. Weiter so. Ich dachte, die rettet hier mich oder so. Da ist jemand weggebeamt worden. Okay, was habe ich hier eigentlich zu tun? Ich habe hier noch irgendwelche Waffen. Ich habe hier noch ein Schwert. Wahrscheinlich ist es irgendwie günstiger, die Zombies mit dem Schwert zu erledigen oder sowas. Wo will sie denn hin? Und Scharfschützengewehr. Okay, was habe ich für ein Absehen? Gar keins, weil ich kein Visier drauf habe. Boah, mein Aim, Alter. Ach so, genau, es ist ja halbautomatisch. Ich habe 1000 Schuss oder sowas. Nee, ist das ein Monster? Okay, das hier sind die Monster. Und wir sind in dem Sturm, oder was ist los? Und was macht er hier oben auf dem Auto? Okay, sie hat einen Dragunov und... Oh, die spawnen nach. Halt mir schön vom Leib. Lass mich rein. Ich muss das Ding kaputt machen, damit die nicht mehr spawnen können. Zeit bis zur Evakuierung. Okay... Muss ich die Typen auf den Autos irgendwie retten oder sowas? Und ich hoffe, der Sound ist richtig abgemischt. Das sieht man nämlich... Ups, ich hoffe, ich habe ja keinen... Wie viel Schuss habe ich denn da drin? 30, okay, dann müsste das ein Skyl sein. Oh, Munition, oder? Überlebender in Gefahr. Ach, das ist gar nicht sie, die Überlebenden in Gefahr. Das sind die Typen, die auf den Autos stehen. Okay. Du bist spitze. Ja, kann ich... Für deine Hilfe und bis bald. Okay, Überlebende retten 25. Cool, ich habe ja das Leben gerettet, indem ich es angesprochen habe. Muss ich die nicht irgendwo noch hinbringen oder so? Okay, jetzt ist wieder alles nicht lila normal. Okay, die schlafen, ich glaube... Danke. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich weiß... Vorsicht, da ist so ein Vieh. Ich kann ohne nicht weg. Na. Hier irgendwo in der Nähe. Hätte ich die Waffen, die ich jetzt habe, irgendwie bestimmen können oder sowas? Sind wir jetzt zu dritt? Ja, scheinbar. Ja, der Spielmodus ist auch nicht schlecht, also der macht auch Bock. Und man scheint dafür relativ skilllos sein zu dürfen. Ja, guck mal, was in dem Mülleimer ist. Backstein, ich werfe meine Backstein... Ach so, Schrotpatronen. Ungewöhnlich. Okay, kann ich nicht aufholen. Habe auch keine Schrotflinte. Warum soll ich das auch tun? Okay, jetzt muss ich mich mal orientieren. Wo ist denn die Karte? Da ist noch einer. Wie viel sind wir denn? Egal, ich gehe mal in das nächstbeste Haus und... Ah, da ist ein Keller. Ah, ein Keller. Kann man ja auch noch machen. Ich lasse einfach mal das Sofa mitgehen. Einfach mal Schrotpatronen in der Sofaritze. Alter, in welchem Land bin ich hier, dass hier einfach überall Munition ist? Lass mich gerade im Klo auch. Nice, ich habe zwar nicht gesehen, was das ist, aber... Einfach mal alle Sachen aus dem Klo holen. Kein Problem. Werden das immer mehr Spieler oder was ist hier los? Okay, da ist was wieder ist, das bedeutet, da gibt's was zum Abknallen. Dauerfeuerstabilität ist aber immer noch richtig kacke. Kriege ich irgendwas? Mal gucken, was hier rumfliegt. Auch wieder Munition. Wenn die das machen, dann mach ich's einfach auch. Okay, wir sollten uns mal ein bisschen... Wir sollten ein wenig zielorientiert arbeiten. Zeit bis zur Evakuierung. 12 Minuten. Überlebender in Gefahr. Bin da, wird das irgendwie auf der Karte angezeigt? Okay, man kann nicht unendlich sprinten. Wieder ein Leben gerettet. Ja, bitte, ich habe ja nichts gemacht. Wo sind die denn? Sind die hier drin? Das hat dazu nicht so viel geführt.
Aber wahrscheinlich, wenn ich einmal ganz oben bin. Kann ich mal das DMR ausprobieren. Aber ich sehe hier gar nichts. Wo seid ihr denn? Nee, ich glaube, ich muss doch hier besser in die Action. Hallo? Ich höre die ganze Zeit was, aber von wo? Ach, auf dem Dach! Sag das doch mal jemand. Oh, ich habe ein Gefechtabzeichen bekommen. Lass mich raten, jetzt brauche ich garantiert. Zock. Zock. Nicht genug Holz. Auf der anderen Maustaste kann ich das Material ändern. Super. Okay. Zurück in den Kampfmodus. Sind die Dinger wichtig? So, mal wieder die Sofaritzen durchkrausen. Das ist meine Treppe. Wenn ihr durch willst, Wegzoll, mindestens 2 Euro. Er hat was gebaut. Bringt das was? Macht das eine Aura? Ist das eine Selbstschussanlage? Leuchtet es einfach nur blau? Ich habe keine Ahnung. Nice. Boah, geil, so ein geiler Sims-artiger rosa Flamingo auf zwei Drahtdingern. Kann ich den treten und dadurch Stress abbauen? Nein? Schade. Kürbisse. Da war wieder irgendwas drin, was ich nicht gesehen habe. Ich muss darauf achten, wo das steht. So, aber ich muss da weiter Leute retten. Moment, das Ziel ist doch schon irgendwie erreicht oder sowas. Bonus für Rettung 1. Rette die Überlebenden. Okay, ich habe... Stamina ist nicht unendlich. Ich habe gerade irgendeinen Boost gekriegt. Von wem? Ja, das Spiel scheint sehr komplex zu sein. So, weiter geht's. Kurz... Ups, rausgeschnitten. Was machen wir denn jetzt hier noch? Ach, dann ist doch dieses Ding hier. Ich sehe gerade auf dem Radar ist auch das Fußsymbol dafür verantwortlich, dass ich hier so ein bisschen schneller renne. Let me catch my breath. Geil, der hat sogar eigene Voice Samples. Oh. Sorry, no. Oh, ich weiß, sie sind irgendwo da draußen. Geil. Überlebender in Gefahr. Okay, wie sieht's denn aus mit meinem Leben überhaupt? Ich habe hier so Teamoperationen, so einen richtigen Lebensbalken, wie in dem letzten Modus habe ich gar nicht. Kann ich das Ding ja kaputt machen oder ist das... Ja, ist einfach nur... die Gesundheit der Wand. Okay, lila. Muss ich da irgendwas machen? Muss ich da irgendwie mit dem Flammenwerfer durch oder so? Dann muss ich hier auf allen Etagen alle Zombies töten. Auftrag aktualisiert. Bewegungsboost. Ah, hier sind sie schon wieder. Wenn man schon nicht weiß, wo man hin will, dann wenigstens was zum Abknallen. Oh, das hat jetzt Schaden gemacht höchstwahrscheinlich. Ach, da oben! Jetzt sehe ich es, meine Batterie. Ach so, das ist einfach nur mein Sprint. Ich habe 4000 Gesundheit. Ja, Prost Mahlzeit. Aber ich möchte ja vorankommen. Aber womit, wenn ich nicht weiß, was ich genau zu tun habe? Überlebende suchen. Ah ja. Die halten aber nicht viel aus. Kann ich wahrscheinlich auch so einfach mit dem Schwert weg. 1, 2, 1. Habe ich eigentlich als der Typ immer die Ska oder ändert sich das zwischendurch? Da
kann ich das ändern? Oder hätte der andere Typ jetzt was anderes? Ja, nicht mal sprinten, das ist jetzt kein Battlefield. Oh, da unten ist was Lianes. Ich glaube, das ist wertvoll. Ich glaube, aber diese Dinger sind auch wertvoll, oder? Wieder Aim über 9000. Extra Mauspad neu ausgerichtet und trotzdem so ein scheiß Aim. Da war aber da noch einer. Okay, die laufen auch noch da unten. So falsch kann das also nicht sein. Okay, da ist was drüber. Das sieht aus wie ein Missionsziel, oder? Zerstöre die Anomaliesplitter. Stalker lässt grüßen. Was macht er? Oh, das war noch einer. Okay, Ausschau halten nach so einem lilanen Teil. Was, ein Baseball-Zombie? Ja, beziehungsweise, eigentlich sind das ja keine Zombies, sind ja Sturmmonster. Wenn ich das richtig verstanden habe. Überlebender in Gefahr! Noch 5 Minuten! Oh, dann sollte ich mich mal beeilen. Ich glaube, das ist auf Zeit. Du bist ja auch da bei dem Zelt, okay? Na bitte! Sieht aber schon... Sieht auch schon gut aus. Wo ist denn noch weiter runter? Ich glaube, das ist schon langsam Kartenende. Ich glaube, das ist ungesund, wenn man einfach da unten her springt. Okay, noch ein Anomaliesplitter. Das ist einfach irgendein Busch, der leuchtet. Ah, ich glaube, das ist auf der Karte. Okay, das muss das Blaue da auf der Karte sein. Und mit der Ausrüstung komme ich eigentlich ganz gut klar. Es scheint relativ einfach zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das so einfach ist, weil das Spiel einfach ist oder weil einfach, ist das die Gesundheit von der Sky? Ich sehe gerade hier so ein, so ein Balken, der, wie nennt sich das, der schon weit orange ist. Bist du im Begriff, die Anomalie aufzugeben? Ach, ups. Ja, ich bin auch blind, ne? Die ist irgendwo da oben. Ja, wie komme ich... Ach so, ja. Wir sind ja in Fortnite, ne? A little building. Überlebender in Gefahr. Look and do. So, jetzt haue ich hier mal ein paar Bäume. Okay, in den Baum passt rein. Geht das nicht ein bisschen schneller? Ah ja. Okay, die Axt hat natürlich... Beziehungsweise Spitzhack hat natürlich Bonus auf sowas. Okay, das war jetzt Holz, 3, Stein, Metall, Holz. Holz, Holz. 2. Und der Splitter ist schon wieder woanders. Okay, da. Das wird teuer. Das müsste so 3 hoch sein. Ich hab doch voll viel Steine. Ach, da, ach, der Baum ist im Weg. Und der Baum ist im Weg. Ah. Okay, ich habe doch irgendwas geschafft. Teampunkt erreicht. Tag 1. Überlebender in Gefahr. Wo war ich stehen geblieben? Genau. 3. Nee, F3 ist es. Das ist F2 für eine Platte. Ah, und das gleich nochmal. F3. Noch 2 Minuten, bis ich dich da rausholen muss. Muss ich irgendwo hinlaufen, um dann wirklich evakuiert zu werden oder so? Kacke, was geht denn hier? Ja, habe ich wenigstens eine Truhe gefunden, auch wenn ich glaube, dass das falsch war. Ich glaube, diese Anomalie sind gar nicht diese blauen Dinger. Gute Arbeit, weiter so.
Ups. Ah. Dreck. Na, wenigstens ein bisschen Krams. Ist ja ordentlich Zeug. Ah, hier kommen dann ordentlich Rohstoffe raus, aber ich hab voll viel. Ich hab allein 500 Backstein. Okay, der verschwindet einfach. Weitere Kisten. Eine richtige Goldgrube hier. Ich weiß auch gar nicht, ob das Zeug, was ich hier finde, wertvoll ist. Aber es sieht schon mal so aus, als wäre es das. So, da gibt es ein Geschenksymbol auf der Karte. Dem gehe ich natürlich sofort nach. Gleich geht's los. Nur noch 30 Sekunden. Und hier sind die anderen. Okay. Belohnung. Krams. Deckenzapper. Ach so, für unter die Decke wahrscheinlich. Werde ich denn hier auch evakuiert, wenn hier die Geschenke sind? Ist hier noch was? Nö. Ich kann's nicht fassen. Das waren fast alle. Oh, Gefechtsabzeichen in Silber. Ist das schon mal was? Yay! Gewonnen! Wer war am coolsten? Ah. Okay, gleich auf. Ja, dann teile ich mir wahrscheinlich den ersten Platz mit dieser guten Dame hier. Okay, Kommandanten-EP. Okay, Truhe. Trotzdem. Beute. Kann das weggehen? Beutetruhen öffnen sich nach der Missionszusammenfassung. Ja. Ja, dann geht mal auf. Ich möchte mal wissen, was da drin ist. Zurück zur Heimatbasis. Ja, das lief doch ganz erfolgreich, auch wenn ich meine Waffen irgendwie nicht wechseln konnte. Okay, jetzt dürfen wir Sachen aufmachen. Und es gibt ein Polaroid-Foto. Quadratisch, wahrscheinlich geschossen mit einer alten Spektra-Kamera. Kupfer? Saisongold? Helden-XP. Ja, au, ach, einfach alles auf. Reiner Regentropfen. Sturmticket. Und das war's. Okay, dann würde ich sagen, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich wollte noch den Stream vom guten Seaman gucken, der jetzt gleich anfängt. Beziehungsweise bei euch wird er wahrscheinlich schon vorbei sein. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, dann könnt ihr hier Seaman abonnieren, dann könnt ihr hier ein Seaman-Video gucken, dann könnt ihr hier eins von meinen Videos gucken. Da würde ich mich natürlich sehr über Abo und Bewertung freuen und sage, bis dann. Die nächste Runde spiele ich wahrscheinlich heute Abend.